Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir die vier FIFA 365 2024 Upgrade Boxen, die jetzt neu rausgekommen sind. Ja, die Upgrade- oder Update-Serie kommt ja immer so im Frühjahr raus. Und früher kam sie immer in den Jahren raus, wo keine WM oder EM gespielt wurde, also zum Beispiel 2017 und 2019. Aber seit 2021 kommt sie durchgehend raus. Und jetzt zum zweiten Jahr in diesen Booster-Subsets, also nicht mehr in normalen Boostern und Tints, also dass man die Serie nochmal separat sammeln kann. Finde ich vom Prinzip eine gute Idee und eine gute Sache, weil man so halt die Produkte und die Karten auf einmal garantiert bekommt. Wir haben hier einmal die Star Signings Upgrade Box, die habe ich euch schon mal in einem Video Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres gezeigt. Das Video ist auch nochmal hier oben rechts in der Infobox verlinkt. Dann haben wir die drei neuen Upgrade Boxen mit den International Stars, Rising Stars und Star Signings plus Winter Stars. Und die sind wie gesagt neu, sind nicht in Deutschland erschienen, konnte man in Deutschland nur über Sticker Point erwerben. War noch erst ausverkauft, ich musste deswegen ein bisschen warten, deswegen kommt das Video auch jetzt. Und ihr seht im Hintergrund eine blaue Unterlage und ich meine Magic-Text-Unterlage. Das wird jetzt in der nahen Zukunft wohl immer meine Unterlage sein. Und ich nehme jetzt auch wieder mit der Kamera auf, mit dem Handy. Fand ich es in Ordnung, aber ich muss mir dann, denke ich mal, bald eine neue Kamera zulegen, weil ich immer die Qualität verbessern möchte. Eine solche Box kostet um die 15 Euro und in jeder Box bekommen wir immer 48 Karten plus zwei limitierte. Immer 48 Karten zu dem quasi Subset oder zu dem Thema. Und man kann diese Special Momentum Karten auch hier finden. Die Box machen wir zuerst auf, da wir sie ja schon mal geöffnet haben. Ich dachte mir, die war beim Bundle dabei, die öffnen wir jetzt einfach mal, dann haben wir einen groben Überblick. Es gibt auch eine Sammelmappe dafür, so eine Vierer-Sammelmappe wieder, so eine kleine, wie ihr schon aus den Jahren zuvor kennt. Und deswegen, ja, wir machen mal die ganzen Boxen auf, dann holen wir die Booster einmal raus und dann haben wir am Ende des Tages auch nicht das Geknister und dass die Pappe halt so sein kann. Wir haben immer, wie gesagt, diesen Block von den 48 Karten, die garantiert dabei sind. Dann haben wir die zwei limitierten Karten, die jeweils auch zur Box exklusiv zugeordnet wurden. Und dann kann man diese Momentum-Karten ziehen, die in der normalen Serie ungefähr in jedem 100, 200 Booster drin sind. Habe ich dieses Jahr aber bisher keine von ziehen können. Und ich glaube, letztes Jahr war es, wo wir die Update-Boxen geöffnet haben. Da habe ich die Momentum-Karte von Messi gezogen und die konnte ich für eine sehr, sehr hohe Summe, ich glaube, die Karte, die den meisten Wert hatte, die ich bisher verkauft habe, verkaufen. Und deswegen wollen wir mal gucken, ob wir hier auch wieder was ziehen können. So, die Quote war, so in jeder 25., 24. Box sollte eine Momentum-Karte drin sein, das heißt einmal pro Deck. Das bedeutet halt in so einer Box oder so eine Box ist halt 24 mal in einem Karton in einem Display drin und halt einmal ist das dabei. Und ihr seht, die Päckchen sind auch farblich angepasst, zumindest die Special Packs. Die legen wir nach oben. Ich weiß nicht, in welcher Box oder in welchem Pack welche Momentum-Karte drin sein kann. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber starten tun wir von links nach rechts. Und diese Karten haben wir jetzt schon mal, wie gesagt, auf meinem Kanal gesehen. Präsentiere ich euch aber trotzdem. Den Code kriegt ihr noch. Ist auch nicht mehr gültig. Ne, ist gerade abgelaufen, wenn ihr das Video seht. Also könnt ihr nicht mehr einlösen. Aber so sehen die Karten aus und haben wie so eine Checklist dabei. Und dann diese Star Signings, die halt aus dem Sommertransferfenster noch sind. Das sind halt die Spieler, die nicht mehr in die normale Serie reingekommen sind. Hier haben wir halt das Datum, wann der Spieler gewechselt ist. Und dann das Design. Erstmal haben wir Pavard, Kolomuani, Reinders, Guerrero, Joselu, Dembélé, Loftus-Cheek, Leimer, Hernandez, Fratesi, Pulisic, Kane, Skriniar, Cuadrado, Okafor. Dann haben wir Sommer, Ugarte, Thuram, Caimada, Ramos, Gunduzi, Kim, Chukwueze, Mason Mount, Gravenberg, Martinez, Kovacic, dann Lanzini, Dominik Schaubeschlei, Romeo, Nunez, Timber, Heulund, Gündogan, Ndoku, Rice, Xyuchu, Garcia, Onana, Kai Havertz, Azpilicueta, Jude Bellingham, McAllister, Cancelo, Arda Güler und Guardiol sowie Kepa Arrizabalaga. Und wenn man das alleine nur sieht, wie viele Spieler davon schon jetzt wieder für den Verein gewechselt haben, welche Spieler davon eingeschlagen haben und welche nicht, ist das auf jeden Fall schon sehr gut zu sehen. Dann haben wir das Päckchen, wo garantiert zwei limitierte Karten drin sind und mit Glück die Momentum-Karte. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass wir eine ziehen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr außergewöhnlich und so sieht es auch bei der ersten Box aus. Hier haben wir Guardiol und Harry Kane als Limited Edition Cards. Das heißt in der ersten Box schon mal nur das, was garantiert war. Dann kommen wir zur Box Nummer 2, also zur ersten neuen Box, die dann jetzt im
März, April rausgekommen ist. Wie gesagt, ich hätte das Video schon vor einem Monat ungefähr drehen wollen. Ging aber nicht, weil die Boxen und das Starterpack ausverkauft waren. Und hier haben wir dann die International Stars Karten. Hinten sehe ich schon, ist die Checklist und ein Code. Die lege ich mal zur Seite. Code könnt ihr gerne haben, wenn ihr ihn scannen wollt. Und so sieht das Design aus mit dem grünen Kartendesign. Und hinten im Hintergrund dann ein Band mit der Landesflagge des Spielers. Jetzt haben wir Diaz, Rabiot, Griezmann, Ederson, Musiala, dann Bellingham, dann Uega, Chiesa, Morata, Rodri, Kane, Vini Junior, Saka, Pulisic, Gündogan, Eriksen, Barella, dann Hakimi, Van Dijk, Immobile, Petri, Bruno Fernandes, dann Hakanoglu, Lee, Armani, Weston McKennie, Erling Haaland, Szoboszlai, Kim, Lewandowski, Gomez, Hernandez, Casemiro, Salah, Davis, Alaba, Rice, Leao, Oblak, De Bruyne, Sommer, Tchouaméni, Kai Havertz, Pedro, De Jong, Phil Foden, Martinez und zum Abschluss Kylian Mbappé. Viele coole Spieler dabei und vor allem auch viele Spieler, die wirklich dieses Jahr auch gut gespielt haben. Wollen wir mal gucken, ob wir hier das Glück der Momentum-Karte vielleicht haben. Aber die zwei Limitierten sind hier garantiert. Und so sieht es auch hier wieder aus. Mit Erling Braut Haaland und Kylian Mbappé. Zwei sehr, sehr coole limitierte Karten, die neu dabei sind. Beide mit 100 im Angriff. Insgesamt 287. Haaland ist in der Verteilung besser. Mbappé beim Control-Wert. Legen wir hier oben rauf. Und die Karten fühlen sich von der Qualität auch ein wenig besser und hochwertiger an als die Karten, die in der Stars Hangs Box Nummer 1 drin waren. Dann kommen wir zur nächsten Box, haben hier die Checklist und einmal den Code für alle, die die App spielen. Und dann hier die Rising Stars. Das Design quasi gleich wie in der normalen Serie, bloß dass halt die Upgrade draufsteht und das Geburtsjahr des Spielers. Wir starten mit Forsen für Man United. Dann haben wir Doke, Majulu, Puig, Isaksen, Ngong, Garnacho, Gordon, Zay Emery. Dann haben wir Vitor Roque. Oh, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Mastaruyo, 2007er Jahrgang sogar. Dann Kenan Yildiz, auch für die Türkei bei der Europameisterschaft gespielt. Höylund, Bob Pavlovic, Jamal, Gülherme. Dann Baren Chagi, kann sein, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe. Barrios, Hamilton, Tell, Pass, dann McConnell und einmal gedreht haben wir Kamara und dann noch einmal gedreht Fuseli, Eiling Junior, Rico Luis, Marquinhos, Beraldo, Cortes, ein Grieche, okay, interessant. Dann Echeverri würde ich ihn aussprechen, Miretti, dann haben wir Juschko, Bradley, Eason Mbappé, Baldi, Endrick, dann haben wir Jiménez, Kambawala, der junge Innenverteidiger, Kwanji, Franz Kretzig, Lopez, Estovao, dann haben wir Simic, Kobi Mainu, Harvey Elliott, Aslani und Arda Güler noch zum Abschluss. Da waren viele Spieler dabei, die selbst ich nicht kannte. Und ich kenne eigentlich relativ viele Männer aus der jungen Generation. Dann geht es auch hier ans nächste Päckchen ran. Und hier haben wir auch unsere zwei garantierten limitierten Karten mit Garnacho und Endrick. Und dann geht es noch an die letzte Box, die Star Signings und Winter Stars. Also nochmal neue Spieler, die im Winter gewechselt sind. Bestimmt wird hier einiges dabei sein, was man kennt, wie Sascha Bui oder Zaragoza für die Bayern als Beispiel. Und hier auch hier die Checklist und der Code für alle, die die App spielen. So sieht das Design aus mit dem blauen Hintergrund. Hier starten wir mit Solari. Dann haben wir, das sind die Winterstars und das sind die Star Signings. Nochmal Blendunterschied mit Moldovan. Dann haben wir Valverde, Alvarez, Giroud, Fratesi, Saliba, dann Star Signings Paulista, Procelu, Maguire, okay, Providel, Thuram, Oedegaard, Dyer, Vitinha, dann haben wir Riquelme,
Moreno, dann Bremer, Gakpo, dann Alcaraz, Sané, Torres, dann Rodriguez, Cambiasso und dann einmal umgedreht haben wir Paulista, Di Marco, dann Terracciano, Sascha Bui, Araujo, Nunez, Vermeeren, Vlahovic, Broja, Zaragoza, Rodrigo, Guardiol, dann Vitor Roque, der Mann von Barcelona, Reinders, Uega, Buchanan, Serie Emery, Scott McTominay, dann Beraido nochmal, Andersen, Raya, Jallo, Comicano und Samuel Lino, der Brasilianer auf der linken Außenbahn für Atletico de Madrid. Und dann geht es auch hier ans letzte Päckchen ran. Und hier finden wir auch wieder unsere zwei garantierten Limited Edition Cards mit Julian Alvarez und Sascha Bui. Okay, sehr, sehr cool. Zwei neue limitierte Karten. Also insgesamt heute 50 Karten mal 4, also 200 Karten gesehen. Sowie die wunderbaren limitierten Karten darunter und die verschiedenen Star Signings, Winter Stars, International Stars und Rising Stars. Was haltet ihr von den 4 Boxen? Definitiv eine coole Sache. Die werde ich jetzt auch in die Mappe mal einsortieren. Dann sieht das Ganze doch sehr, sehr schön, finde ich, aus. Was haltet ihr von der Unterlage? Sagt ihr, ich sollte mit weiter aufnehmen oder soll ich wieder zur alten Unterlage wechseln? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier die Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr gerne abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.